Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Wir sind auch ganz kurz vor den 200 Abonnenten. Es fehlen nur noch 3. Würde mich wirklich riesig freuen, wenn wir das zeitnah schaffen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Wir haben heute die Eiskönigin wieder im Shop. War schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr drin. Das ist ja die weibliche Version vom Season 7 Level 100 Skin hier vom Eiskönig. Sieht ja auch sehr, sehr ähnlich aus. Finde ich, sieht sogar noch mal etwas besser aus. Hat auch ein Backpack und mehrere Stile. Genauso wie immer der ursprüngliche Eiskönig auch in Rot, Weiß und Gold. Skin ebenfalls die gleichen Stile. Sieht auch ziemlich cool aus. Und dafür muss man eben halt die Eiskönigin-Herausforderung freischalten und absolvieren, damit man die Stile freischaltet. Ich weiß zwar nicht, was man genau dafür machen muss, aber denke ich mal, sollte nicht allzu schwierig sein. Dann haben wir hier noch Eisbote als Spitzhacke mit einem schwarzen, weißen, silbernen und goldenen Stil. Sieht auch ziemlich cool aus. Als nächstes haben wir dann hier den Agent des Chaos wieder mit dem Standard- und dem Modder-Stil. Als nächstes haben wir dann die Chaos-Sense. Dann haben wir die schwarze Schleim-Lackierung. Als nächstes haben wir aus Season 10 den Nickerchen-Skin. Ich glaube, der war bis seitdem erst zweimal im Shop. Ist reingekommen mit hieß der Ort damals Starry Suburbs, glaube ich. Da wo eben mal diese Sternstürme runtergeflogen sind. Zu dem Event ist er sozusagen reingekommen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Kann man sich definitiv kaufen. Dazu dann die Einschlafhilfe als Spitzhacke. Den Nachtflieger als Gleiter. Und die Traumhaftlackierung. Als nächstes haben wir dann den Hypnoskin. Vor kurzem hatten wir ja die weibliche Version davon, glaube ich, im Shop. Dann haben wir den schwarze Skin, war auch schon seit längerem nicht mehr im Shop. Dann Electro Swing. Dann haben wir passend eben zum Electro Swing Emote elektrifiziert. Ist eigentlich ziemlich coole Musik. Könnte ich auch mal wieder reinmachen. Dann könnt ihr euch die Musik nämlich auch nochmal im Hintergrund anhören. Dann haben wir den Fußfinesse-Mode und den tiefen Depp als letztes. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.